Seid gegrüßt, Reisende, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity, unserem Abenteuer mit Dr. Faust, Wissenschaftler, quasi Archäologe, Abenteurer und Weltenretter und Wächter in einer Person. Beim letzten Mal haben wir die Ruinen von Khed Nuwa, der großen Wächterburg, betreten, uns durch die verschiedensten Monster gekämpft und ganz am Ende dieser Burg den Wächter Merwald getroffen. Dieser war vollkommen verstandslos, hatte durch seine Wächtertätigkeit den Verstand verloren und am Ende uns sogar angegriffen. Aber vorher hat er uns einige interessante Hinweise geben können, unter anderem, dass eine Organisation namens der Bleierne Schlüssel scheinbar für unser Unglück vorhanden ist und eventuell auch unsere Wächtererweckung rückgängig machen könnte. Und dafür müssen wir nach Trutzbucht gehen, wo sie sich scheinbar irgendwo aufhalten sollen. Jetzt allerdings, nachdem Merwald uns angegriffen hat und wir sein Wissen in uns aufgenommen haben, möchte Kana mit uns sprechen und danach werden wir uns noch einmal den Rest dieses Kellers der Burg anschauen. Aber wie gesagt, erst einmal Kana. Armer Merwald. Er konnte nicht mit allem zufrieden sein, das er über sich wusste. Ein grausames Schicksal. Ich glaube nicht, dass das Problem im Wissen lag. Er sagte, würde ich den Grund herausfinden, könnte mir das weiterhelfen. Das ist wahr. Und meiner Erfahrung nach kann man gar nicht zu viel wissen. Komm, wir werden deine Antworten finden. Und meine auch, hoffe ich. Wunderbar. Kana wollte jetzt noch nicht so viel mit uns reden. Ich dachte, er hat jetzt gerade irgendwie eine Wissenskrise oder sowas, aber ist scheinbar noch relativ harmlos. Und was finden wir hier? Eine gute Keule. Okay, keine große Beschreibung oder sowas vorzulesen. Über dieses halbgegessene Frucht hängt der übelerregende süßliche Duft des Verfalls. Oh, der hat sich ja eingeschlossen, vergammeltes Essen gegessen die ganze Zeit. Auf dem Tisch liegt ein abgenutztes Buch voll mit widersinnigem Gekritzel. Ja, ich weiß nicht, wie lange sich der arme Merwald schon hier eingeschlossen hat, aber es... Hast gehört, was der heute gesagt hat? Das möchte ich nicht besprechen. Ich werde sie hier nicht jedes Mal, wenn Edder anfängt, auf Bayerisch zu reden, Marvin hinzuholen, damit er das für mich einspricht. Einfach gucken, dass ich es auf Sächsisch mache. Hast schon recht, dem alten Depp zuzuhören, macht keinen Sinn. Verdammt, Virago, nicht jetzt. Virago. Warte mal, er spricht mit einem Dialekt und nennt das, gibt seinem Dialekt eine eigene Stimme. Das war übrigens kein Sächsisch, ich habe versucht, Bayerisch zu machen. Ich kann auch einfach versuchen, mein schlechtes Bayerisch weiter zu verschlechtern. Aber wie gesagt, die Mission sagt uns, dass wir erstmal mit der Burgvogtin sprechen sollen und deswegen machen wir das doch einfach mal. Vielleicht kann sie uns mehr über Merwald sagen, jetzt da er von dannen gegangen ist. Ich spüre Merwalds Ableben. Hast du ihn erschlagen? Er ließ mir keine andere Wahl. Die Burgvogtin ist einen Moment lang still. Die Luft scheint kühler zu werden. Das zu hören stimmt mich traurig. Und dennoch, ein Teil von mir ist dankbar, dass ich nicht mehr in der Dunkelheit warten und mich sorgen muss. Dieser Ort hat seinen Herren schon immer gekannt, solange er einen hatte. Er hat seinen eigenen Willen, und das hat kaum etwas mit der Burg, sondern vielmehr mit dem Land zu tun, auf der sie gebaut wurde. Anscheinend sind sie nun Merwalds Nachfolger, ob sie wollen oder nicht. Was für eine zweifelhafte Ehre, eine zerborstene und verfluchte Festung zu erben. In den richtigen Händen aber könnte sie so viel mehr sein. Oh, wenn sie nur zu ihren Glanzzeiten gesehen hätten, werden sie bleiben? Nun, Merwald sagte, dass ich zur Stadt des Trutzes gehen und dort nach der Königin suchen muss. Die Energie scheint urplötzlich aus der Luft zu verschwinden. Aha.
Wenn Sie nach Trutzbucht wollen, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass Ihr langer Weg umsonst gewesen ist. Der östliche Wachturm ist vor Jahrzehnten eingestürzt und Mareworld hat es nie geschafft, ihn wieder aufzubauen. Die Straße endet hier in einer Sackgasse. Er war sogar schon so weit, das notwendige Baumaterial zu sammeln, bevor er geistesabwesend wurde. Ich könnte dafür sorgen, dass sie repariert wird, wenn das ihr Wille ist. Als das aufhört, der Wille des letzten Herren zu sein, war ich nicht mehr in der Lage, etwas daran zu ändern. Denn was bin ich schon, außer das Werkzeug meines Herrn? Das würde sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, aber weitaus weniger als einen anderen Weg nach Trutzbuch zu finden. Wie kann ich den Wachturm reparieren? Mareworld hat das Baumaterial für den Wachturm eingelagert und es steht ihnen immer noch zur Verfügung. Wenn sie in Zukunft weitere Reparaturen an der Burg durchführen möchten, müssen wir Material und Arbeitskräfte kaufen. Was hätte es denn zur Folge, der Herr von Khed Nuah zu sein? Nun, mit der Instandhaltung einer Burg sind viele Verantwortungen verbunden. Wie sehr Sie sich engagieren möchten, liegt natürlich ganz bei Ihnen. Ich bin unter anderem deshalb hier, um in Ihrer Abwesenheit hier für den reibungslosen Ablauf der Dinge zu sorgen. Vorausgesetzt, wir haben vorher entsprechende Befehle erhalten. Wenn Sie mich unterweisen, welche Reparaturen Sie als nächstes vornehmen wollen, werde ich die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie werden einige Zeit in Anspruch nehmen, doch sie werden Ihnen auch zusätzliche Ressourcen verschaffen, wenn sie abgeschlossen sind. Wenn wir einen Ort dafür hätten, könnten wir Händler anheuern, um sie mit Vorräten oder Zutaten zu versorgen. Die Festung zu reparieren, wird ihr Prestige steigern und sowohl hilfreiche Personen als auch ungebetene Aufmerksamkeit von Banditen und Opportunisten anziehen. Wenn wir im Gegenzug die Sicherheit der Festung steigern können, müssen wir uns darum jedoch weniger sorgen. Sie sollten aber wissen, dass diese Position mit einem Risiko verbunden ist. Ihr Name wird an Ruhm gewinnen und Sie werden Bedrohungen abwehren müssen. Und dann gibt es andere Dinge. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Was hast du damit gemeint, als du sagtest, diese Burg sei verflucht? Mareworlds Fluch betraf nur ihn, der Fluch eines Wächters. Seinen Nachfolgern aber erging es nur wenig besser. In der Burg gibt es eine Präsenz, oder besser gesagt, unter ihr. Zumindest haben alle, die zu diesem Ort gekommen sind, diese Schlussfolgerung gezogen, da die Geister, die noch immer in den endlosen Pfaden verweilen, oft von einem Meister in der Tiefe sprechen. Jeder Versuch, hier eine Siedlung zu etablieren, ist fehlgeschlagen, seit der Zeit unserer edrianischen Kolonisten. Von den endlosen Pfaden erheben sich Biester, bis der neue Herr oder die neue Herre nicht mehr ist, der in der Tiefe lebt, dieser Meister, scheint keine Rivalen zu tolerieren. Von Zeit zu Zeit habe ich furchtlose Entdecker gesehen, die für Antworten in die Tiefe gestiegen sind und niemals wiederkehrten. Das ist die Macht, die verhindert, dass aus Khed Nuah mehr als eine nutzlose Ruine wird und die mich all meiner Hoffnungen beraubt hat. Die endlosen Pfade. Dorthin muss ich, dorthin müssen wir, wenn du mich begleitest. Welche Teufel auch dort lauern, bedenke auch, welches Wissen wir finden werden. Vielleicht spricht dieser Meister Ediranisch. Was sind diese endlosen Pfade? Die endlosen Pfade von Khed Nuah. Das ist der Name, der dem Labyrinth unter der Burg gegeben wurde. Der Graf, wir wurden von den Glanfatanern gewarnt, dass dieser Ort verflucht sei. Mit dieser Warnung ist außerdem eine Legende verbunden, die wir damals für unbedeutend hielten. Man sagt, dass die Ruinen von einem mächtigen Engvitaner namens Khed Nuah gebaut wurden, der hier herrschte, bis sich das Volk gegen ihn erhob.
Sie zerstörten seine endlosen Pfade und füllten viele der oberen Tunnel mit Erde und Steinen. Kein Lebender weiß, wie tief nach unten sich die Tunnel erstrecken, und nur wenige, die dorthin gegangen sind, kehrten wieder. Es gibt viel Gerede über Reichtümer und Schätze. Allein die Aussicht auf Engwythan-Reliquien hat viele Glücksritter angelockt, und zwar in ihren Tod, fürchte ich. Wer ist dieser Meister in der Tiefe? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dabei muss es sich um den Mann handeln, der die endlosen Pfade geschaffen hat, den engwithanischen Tyrannen Ord Nuah. Manche behaupten, dass sein Geist noch immer da ist oder dass er diesen Ort zumindest verflucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel von seiner Arbeit übrig ist, denn die Ruinen gibt es schon seit über 1000 Jahren oder noch länger. Das aber, was übrig ist, ist beeindruckend. Der Graf fand das mit Sicherheit so. Vielleicht haben Sie, während Sie dort unten waren, die Hand der großen Statue gesehen, die Ord Nuah erbaut hat. Vielleicht ist sie sogar eine Statue von Ord Nuah selbst. Aber bin ich nicht der Herr von Khet Nuah? Natürlich sind Sie das. Die Burg würde keinen anderen Herrscher akzeptieren. Die endlosen Pfade dagegen sind eine völlig andere Geschichte. Unglücklicherweise sind sie sehr eng miteinander verbunden. Wenn sie sich nicht um den Meister in der Tiefe kümmern, wird der Burg immer eine Gefahr aus ihrem Inneren drohen. Ich weiß, das ist ziemlich viel mit einem Mal. Wenn sie aber bleiben werden, wenn sie Herr dieses Ortes werden möchten, dann kann ich ihnen nur dazu raten, diesen Feind zu besiegen, bevor er sie vernichten kann. Ich habe andere Fragen. Oder auch doch nicht, denn jetzt ist es an der Zeit, diese Königin in der Stadt des Trutzes zu finden. Sie müssen wissen, dass diese Königin, nach der sie suchen... Trutzbucht hat keine Königin. Die McGuins von Aedir haben hier seit dem Krieg nicht mehr regiert. Die einzige Königin mit ernstzunehmender Macht dort ist Voedica. Angeblich hat man dort ihr zu Ehren einen exquisiten Tempel errichtet. Aber ich konnte ihn mir niemals selbst ansehen. Wenn Sie dorthin gehen möchten, können wir gleich mit der Reparatur des Wachtums beginnen. Sie müssen mir nur sagen, was Sie vorhaben. Dann werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Merwood hat tatsächlich ein Bestandsbuch geführt, das zu aktualisieren ich mir erlaubt habe. Sie könnten ja einen Blick hineinwerfen, wenn Sie wollen. Ja, lasst mich mal sehen, was ich reparieren kann. Dann werden wir sofort aufbrechen. Die Stimme der Burgvogtin ist voller Aufregung. Sie müssen wissen, mein Fürst, dass das nur die erste und geringste von vielen großen Unternehmungen ist. Die Festung beinhaltet schon seit Jahren eine Vielzahl an Dienern und schönen Gebäuden. Ach, hier gibt's Diener? Ich habe keinen gesehen. Wenn Sie es wünschen, so können wir einige der umliegenden Gebäude reparieren. Das wird Ihnen Reichtum und Anerkennung bringen, und viele werden in Ihren Dienst eintreten wollen. Wenn wir die Verteidigung wieder aufbauen, wird Ihre Festung nicht mehr überfallen, wie sie es unter Merwoods Führung gewesen ist. Sie müssen nicht sofort entscheiden. Ich verbleibe in Ihren Diensten, und solange Sie der Herr sind, werden wir immer miteinander verbunden sein. Sie müssen nicht diesen Boden betreten, um mit mir zu sprechen. Wo Ihre Reise Sie auch hinführen möge, Sie können mir Ihren Willen nennen, wenn Sie nur Verbindung zu mir suchen. Oh, doch zunächst versteht sich der Wachturm. So, das alles, nur um uns eine Spielmechanik näher zu legen, fand ich schon immer ein bisschen zu... sehr die Immersion brechend, aber hey. Der östliche Wachturm regelt den Zugang zu den Waldendebenen, der Kreuzung zwischen Khet Nuah, Dürfurt und Trutzbucht. Dann kaufen wir uns diesen kostenlos. Und er ist auch direkt fertig gebaut. Nice. Sehr schön. Und ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir die Hauptburg restaurieren. Ja, definitiv. Geben wir all unser Geld dafür aus. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, die endlosen Pfade zu erkunden, die hier unter der Burg liegen.
Oder aber wir ziehen nach Trutzbucht und erkunden und suchen dort weiter nach dem bleibenden Schlüssel. Oder aber wir ziehen nach Westen und versuchen die Probleme von Goldtal zu lösen. Denn tatsächlich muss ich ja sagen, es wäre schon ganz gut, wenn wir hier Herrscher einer Burg sind, dass wir uns zumindest absichern können in Richtung Westen. Nicht, dass plötzlich da der Herrscher... Natürlich müssen es auch Spinnen sein. Was anderes wäre ja nicht passend. So. Wo war ich, bevor ich unterbrochen wurde? Ach ja. Es wäre natürlich wichtig, sich nach Westen abzusichern. Nicht, dass plötzlich der Herrscher aus Goldtal ankommt. Und, uns angreift. Mann! So. Das haben wir auch mal schnell erledigt. Und wir finden bei ihnen einen schweren Eisenschlüssel. Wofür wir den wohl gebrauchen können. Hier wären wir also. Wenn man sich überlegt, wie nahe wir sind. Direkt unter unseren Füßen liegen die endlosen Pfade. Gebaut von Ot Noir, dem großen enquitanischen König. Kana hält inne. Naja, hier oben ist natürlich alles ederanischer Bauart. Aber sollten wir tiefer genug herabsteigen, werden wir wahre Geschichte erleben. Das Grab dieses großen Königs freizulegen wäre traumhaft. Aber ich bin auf der Suche nach einem seiner Diener. Gabranos, ein mächtiger Magier und passionierter Gelehrter. Ein Hüter der Sagen, genau wie es mir vorstrebt. Aha. Er war im Besitz des Tanvi Orator, oder der Form, der uns Bekannten vorausging. Ich habe es in den Ruinen neben Gabranos Namen gesehen. Reste derselben Symbole und Verse, die wir auch in Rawatai kennen. Er muss die Worte in hohen Ehren gehalten haben, oder vielleicht hat er sie sogar geschrieben. Dieser Gabranos scheint dich ja wirklich sehr zu beeindrucken. Man sagt, er hätte Macht über die Elemente besessen. Seine Schriften interessieren mich aber mehr, denn er war ein äußerst produktiver Autor. Ich konnte noch nicht alles übersetzen, aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass er sehr weit herumgekommen ist. Wenn ich ihn nur getroffen hätte, welche Weisheiten er mitzuteilen hätte. Wir könnten aber seinem Beispiel folgen und danach streben, von denen um uns herum zu lernen und uns dadurch zu verbessern. Der klingt in der Tat beeindruckend. Jetzt, da ich seine Loblieder gesungen habe, mag es arrogant erscheinen, aber als ich diesen Text las, fühlte es sich an, als würde ich durch einen Spiegel eine ältere Version von mir selbst betrachten. Haha, lächerlich, nicht wahr? Wie auch immer, ich bin kein Herr über die Elemente. Dann lass uns auf die Suche gehen. Wenn meine Quellen stimmen, wird Gabranos den Text bei sich haben. Er wird sich wahrscheinlich in einer Bibliothek befinden. Oder vielleicht in einem Grab. Eine der beiden Möglichkeiten wird es wohl sein. Lass uns hier verschwinden. Ja, okay, wir könnten jetzt runtergehen, die endlosen Stufen erkunden, aber vorher möchte ich doch tatsächlich einfach mal den endlosen Keller hier erkunden, denn wir finden mal wieder Gegner. So. Aber wieder die beiden Kämpfe hier übersprungen, denn gegen diese kleinen Monsterhaufen ist es wirklich nicht besonders schwierig. Aber ich glaube, weil wir hier gerade quasi effektiv in einem Dungeon sind, werde ich häufiger von Gegnern unterbrochen, die mich angreifen. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, hier einen größeren Monolog zu beginnen. Warte mal. Ich schließe jetzt jede Folge, die ich hier mache, ein größerer Monolog. Verdammt. Aber was finden wir denn noch hier unten in diesem Keller, der so vollkommen überlaufen ist von Spinnen? Oh Gott. Oh Gott. Okay, da wird selbst mir ein bisschen übel, wenn ich das sehe. Gott, ich hasse es, Arachnophobie-Warnung einzuführen. Einzufügen. Das ist immer so nervig und anstrengend. So, hier. Schlag dagegen und du... Mega-Angriff. Oh Gott, Faust, warum bist du denn immer tot? Scheiße. Ach, Faust steht ganz alleine an vorderster Front, kann sich nicht bewegen. Und Edda kommt ganz knapp nicht zu ihm ran. Also zu der großen Spinne, um die abzulenken. Ja, dann ist Faust erledigt.
Kann ich leider nichts machen, um ihn zu retten. Außer möglichst schnell die Spinne zu erledigen. Na, er hat es doch nicht mehr geschafft. Schade. Ja, knapp. Aber wie gesagt, also ganz knapp ist Adder nicht an die große Spinne rangekommen. Deswegen Faust, der Adder definitiv als Ablenkung braucht, halt komplett von ihr überwältigt wurde. Oidraged gehörte einst einem angesehenen Militärausbilder in der Hauptstadt Erdios. Der Ausbilder war ein Medium, dessen Gaben von seinem Reich nur selten genutzt wurden. Es frustrierte ihn, dass seine Vorgesetzten nicht erkannten, welches Potenzial er und andere Medien besaßen, wichtige Missionen auszuführen, die sonst niemand ausführen konnte. Er begann, diese Meinung öffentlich kundzutun. Seine Ansichten wurden zunehmend subversiver und radikaler, bis er aufgrund seiner ungenehmigten Aktivitäten schließlich wegen Hochverrats angeklagt wurde. Der Offizier und der Trupp, die ihn verhaften sollten, unterschätzten ihn jedoch ebenso, wie das Reich es stets getan hatte. Nur mit dieser Klinge und den Gaben seines Verstandes tötete er sie. Er floh aus der Stadt und begann ein Leben als Duellant, besessen davon, jeden von seinem Potenzial zu überzeugen, der dieses anzweifelte. Sein Leben endete schließlich wie das eines jeden Duellanten, und das Potenzial, von dem er so oft gesprochen hatte, blieb genau das: unerfülltes Potenzial. Das Messer trägt noch immer den Abdruck seines Verstandes, und wer es in den Händen hält, sieht häufig die Manöver, die der ursprüngliche Besitzer ausführte, um seinem Gegner den Todesstoß zu versetzen. Manche sehen eben dies als Fluch an. Viele halten es aber für einen Segen und nutzen diese Erfahrungen, um das Potenzial des Messers besser auszuschöpfen. Während der Griff und der Knauf nicht so abgewetzt, würde Oidraged neu wirken. Die scharfe Klinge ist perfekt austariert und geschliffen, ohne eine einzige Kerbe. Was auch immer es in dieser Spinne zu suchen hatte. Diese aufwendig gefertigte Säule scheint viel älter als die umgebenden Gebäude zu sein. Sie ist verwittert und mit matter Patina überzogen. Was zum Deibel ist Patina? Pastinaken? Die ist definitiv ein Geheimgang. So, und hier führt ein Holzgestell. Ah, da ist sie. Die Hand. Und hier geht's nach oben. Das kann ich jetzt schon sagen, deswegen gehe ich da noch nicht lang. Als hier wieder rausgeht aus dem ganzen Bau hier. Schauen wir uns lieber mal den Rest an. Oh ja, eine kleine Spinne übrigens habe ich jetzt als Haustier bekommen. Die könnte uns wie dieses Astralschweinchen hinterherlaufen. Aber das müsste ich ja, da würden ja sämtliche Arachnophoben gar nicht mehr zuschauen. Ich frage, ob überhaupt noch Leute zuschauen, so oft wie ich diese blöden Warnungen hier reinkloppen muss. Mann. Zum Glück zersplättern die meisten Spinnen, wenn ich sie erledige. Das heißt, ich muss sie nicht alle irgendwie noch rausblenden oder so. Okay, aber damit haben wir tatsächlich den gesamten Untergrund von Cat Noir ausgekundschaftet, beziehungsweise offiziell sogar schon die erste Stufe der endlosen Pfade von Cat Noir. Schalten wir doch mal ganz kurz den Übergang oder den Ausgang nach oben frei, bevor wir uns in die endlosen Pfade hinabbegeben, die ein riesiger Dungeon sind, bei dem ich mir nicht ganz so sicher bin, wie spannend es wird, das zu Let's Playen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Endlich frische Luft. Und hier ist es offen, das Tor, und wir können nach Osten hindurch steigen. Wunderbar. Und Kana will mit mir sprechen. Ich muss eingestehen, dass ich dachte, unser Treffen mit Merwood würde etwas anders ablaufen. Dann aber wieder hast du keine ganze Burg gehabt. Ich glaube nicht, dass ich jemanden derart schnell Land habe erben sehen, seit Kain, die Jüngere, den Willen ihres Vaters las. Anscheinend gehöre ich jetzt zum Landadel. Ich stelle mir nur die Frage, die Dürrwälder würden sicherlich eine Weile brauchen, dich Thane oder gar Fürst zu nennen. Damit meine ich nicht, dass du diesen Titel nicht verdient hättest, aber solche Angelegenheiten sind immer recht kompliziert. Trotzdem bist du praktisch der König der Burg. Wenigstens hast du mit dieser Burg eine Basis, von der aus du weitersuchen kannst. Und außerdem liegen unter der Herrenhalle noch Geheimnisse verborgen. Mit dir als Anführer sollte die Erkundung der endlosen Pfade leichter sein. Yay!
Da bin ich ganz deiner Meinung, tatsächlich. Ich mach's dir gleich in die Hosen. Was? Achso, okay. Also eher so, wenn die die Erkundung der endlosen Pfade leichter werden. Mach sie wohl gleich in die Hosen, du Bücherwurm. Kana errötet, wodurch sich ein rosiger Schatten auf seine goldbraune Haut legt. Ah, wie bitte? Nichts, ich habe nichts gesagt. Okay, ich glaube, wir müssen mal mit Elif sprechen. Elif scheint in Gedanken verloren zu sein. Als du dich ihm näherst, zuckt er zurück und zieht die Luft scharf durch seine Zähne ein. Faust, was kann ich für dich tun? Du hast dich etwas merkwürdig benommen. Seine Lippen zucken zu einem glatten Lächeln. Eine zusammenfallende Burg, von der nur Erinnerungen übrig sind, und ein alter Mann, der sie nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Ich würde sagen, wir haben einige ziemlich merkwürdige Dinge gesehen. Er beobachtet dich sorgfältig. Und wenn man Merwood Glauben schenken kann, dann steht dir wohl eine ungewisse Zeit bevor. Er war außer sich. Ich gebe nichts auf das Geschwafel eines Wahnsinnigen. Elif legt sich seinen Mantel über die Schultern und schaut dich aus den Augenwinkel an. Vielleicht werden wir in Trutzbucht die Antworten finden, nach denen wir suchen. Ich möchte etwas anderes ausdiskutieren. Okay, doch nicht. Ich kann zu viel gerade. Elif will auch noch mit mir sprechen. Dieser alte Wächter. Er schüttelt seinen Kopf und kichert. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das bestimmt nicht. Du sagtest, du hattest einige Dinge, die du gerne ihn fragen würdest. Nee, es... Naja, jetzt ist es mir ein bisschen peinlich. Ich habe eine dumme Idee in meinem Kopf, das ist alles. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, dass sie funktionieren könnte. Schon lustig, dass... Das ist vermutlich das erste Ding, das mir seit... Ich weiß auch nicht. Das mir seit Jahren Hoffnung gemacht hat. Wenigstens konnte ich das für mich herausholen. Um was ging es? In Ordnung. Ist wohl nur gerecht, schließlich hast du mich zu ihm gebracht. Diese Gerüchte in Goldtal über meinen Bruder, Woden. Darüber, wie er sich gegen uns wandte und für Waedron kämpfte. Die spuken schon seit einiger Zeit in meinen Gedanken herum. Woden war sich immer sicher, dass richtig war. Und so handelte er auch. Eines Tages machte er sich auf, für den Durwald gegen einen Mann zu kämpfen, der behauptete, unser Gott zu sein. Deshalb wusste ich, dass auch ich das zu tun hatte. Es war richtig. Die Behauptung zu hören, er sei im Kampf mit Red Sarahs gefallen, machte mir Sorgen. Nicht, dass er die falsche Seite gewählt hatte. Sondern nicht. Was Waedron auf Lager hatte, erschien mir falsch. Aber wenn er wirklich Eothas war... Ich dachte mir, vielleicht wüsste dieser alte Wächter, wie mein Bruder gestorben sei, damit ich sehen konnte, wo ob's stimmt. Als ob er... Ach, ich weiß nicht. Als ob er es in meiner Seele lesen könnte oder sowas. Unsere Verbindung nutzen. Ich habe dir gesagt, dass es dumm war. Warum hast du nicht mich um Hilfe gebeten? Ich glaube, weil ich dich nicht kannte. Es ist nicht leicht, einem Fremden zu vertrauen, der von sich behauptet, ein Wächter zu sein. Natürlich kannte ich tief in meinem Inneren die Wahrheit. Ein Wächter kann keine Gedanken lesen. Ich hatte wohl einfach diese Idee. Und wie ich mich durch diese Idee fühlte, das wollte ich nicht verlieren. Wenn ich wirklich etwas über meinen Bruder herausfinden wollte, sollte ich nicht mit den Wächtern beginnen, sondern mit den Aufzeichnungen. Und warum machst du es da nicht? Elder denkt einen Moment lang nach, während seine Lippen in eine Richtung zucken. Er hebt seine Augenbrauen. Wenn es irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen darüber gibt, dann müssen sie sich in Trutzbuch befinden. Im dortigen Palast haben sie ein Archiv. Ich weiß, du hast schon viel für mich getan. Aber wenn du es für angebracht hättest, diesem Archiv mit mir einen Besuch abzustatten... Naja, du weißt schon. Bei meinem Glück wird der Urkundsbeamte durchdrehen und versuchen, mich umzubringen. Ich glaube, mit dir an meiner Seite werde ich dort mehr Glück haben. Okay. Viel zu tun also, viel zu tun. Wir können nach Trutzbucht reisen, wegen Waedica. Wir
können in die tiefen Pfade hinabsteigen. Wir können zu Redricks Festung gehen. Das sind unsere drei Optionen derzeit. Drei Wege. Einer bleibt hier, einer führt nach hier und einer führt nach hier. Und ich würde sagen, wir ziehen als allererstes nach Goltar. Das habe ich nämlich vor bei sowieso zwei Pfaden. Und machen uns danach auf dem Weg nach Fürst Redricks Festung. Das heißt, in Goltar werden wir jetzt erstmal ein bisschen Geld machen, indem wir unsere ganzen Plündergüter und gelooteten Waffen an die Person bringen. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Gut, Leute. Ich halte die Folge heute auch wieder ein bisschen kurz, einfach weil ich die letzte Folge eine Stunde lang gerade eben erst aufgenommen habe und gerade einfach merke, wie meine Konzentration nachlässt und meine Stimme im Eimer ist. Ich hoffe, dass ich die drei Folgen noch schneiden kann, bevor ich morgen wegfahre und dass wir dann wenigstens bis nächste Woche drei Folgen haben, die ich dann hochgeladen habe. Ihr wisst mehr als ich, denn ihr seid in der Zukunft. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag, tüdelü und ciao, ciao.